der Engpass. Kein Wunder, die Stellwerke stammen hier noch aus den 30er Jahren. Museumsreif auch die Signalanlagen. Zudem sind die Strecken nach München und in Richtung Salzburg größtenteils nur eingleisig. Und sie sind nicht elektrifiziert. Ein Zustand, den die Unternehmen im Chemiedreieck seit Jahrzehnten beklagen. Wir sehen es einfach als Wettbewerbsnachteil und wir fühlen uns hier von der Politik im Stich gelassen. Wir, die Industrie, sind mit Milliardeninvestitionen in Vorleistung gegangen, sichern hier Arbeitsplätze und müssen nun erleben, dass bei der Politik diese Priorität anscheinend nicht gesehen wird. Dabei ist der Ausbau der Trassen laut Bundesverkehrswegeplan schon seit 1985 ein sogenanntes vordringliches Projekt. Geschehen ist bis heute so gut wie nichts. Kaum zu glauben, aber wahr. Das bayerische Schienennetz hat sich seit König Ludwigs Zeiten kaum verändert. So sah das Bahnnetz im Jahr 1880 aus. Und das ist der Streckenplan heute. Wirklich viel ist da nicht hinzugekommen. Neu gebaut wurden in den vergangenen Jahrzehnten vor allem die ICE-Trassen. Auf anderen Strecken hat sich dagegen wenig getan. Die Folge ist, derzeit gibt es in Bayern eine ganze Reihe von Bahnlinien, die dringend ausgebaut werden müssten. Die Verantwortung für den Ausbau des Bahnnetzes in Deutschland trägt der Bund. Dessen Investitionsbericht zeigt, für alle gegenwärtig vordringlichen Projekte wären rund 72 Milliarden Euro nötig. Seit Anfang der 90er Jahre wurden jedoch erst 36 Milliarden ausgegeben. Im Jahr 2007 war es sogar nur eine Milliarde. Das heißt, allein für die vordringlichen Projekte fehlen noch 36 Milliarden Euro. Investiert die Regierung nicht bald sehr viel mehr Geld, könnte es daher noch Jahrzehnte dauern, bis der Schienenverkehr besser rollt. Wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht den Teppich unter den Füßen wegziehen, der uns die letzten 60 Jahre den Aufstieg ermöglicht hat. Wenn wir hier jetzt zu stark sparen, an den falschen Stellen sparen, dann werden wir ein dauerhaftes wirtschaftliches Problem haben, mit der Gefahr, dass wir da auch nicht mehr so schnell rauskommen. Ein dauerhaftes Problem, das befürchten auch die Firmen im Chemiedreieck. Sie fordern, die Bahnlinien nach München und Salzburg endlich auszubauen. Falls der Ausbau der Bahn nicht zügig vorangeht, ist es unvermeidbar, dass mehr Verkehr von der Schiene auf die Straße gehen wird. Noch mehr Verkehr auf der Straße. Dabei sind die Autobahnen heute schon vielfach überlastet. Die Erklärung für den Dauerstau ist einfach. Die Politik hat den notwendigen Ausbau der Straßen verschlafen. So legte der Pkw-Verkehr seit Anfang der 90er Jahre um rund 25% zu. Der Güterverkehr stieg sogar um fast 80% an. Anders die Investitionen in Straßen und Brücken. Sie gingen leicht zurück. An mangelnden Einnahmen aus dem Straßenverkehr kann es nicht liegen. Denn der Staat schröpft Autofahrer und Spediteure jährlich um 53 Milliarden Euro. Im Straßenbau kommen davon aber selbst in diesem Jahr nur 5,7 Milliarden an. Und das trotz der Konjunkturpakete. So. Diese Situation macht den Transportunternehmer Hans Wormser richtiggehend wütend. Es wäre genug Geld da, aber man muss es entsprechend halt in Berlin einmal einteilen und sagen, wo wollen wir unsere Schwerpunkte legen. Wollen wir die Wirtschaft wieder wettbewerbsfähig machen in Deutschland, dann brauchen wir dazu entsprechende Transportwege. Oder wollen wir wieder in die Steinzeit zurück, was ich nicht hoffe. Fazit: Für den Ausbau der Verkehrswege sollten in den kommenden Jahren dringend mehr Mittel bereitgestellt werden. Das gilt für die Straße wie für die Bahn. Lohnen würden sich solche Investitionen gleich doppelt, denn damit könnten Arbeitsplätze gesichert werden. Und zugleich würde die Basis für ein weiteres nachhaltiges Wirtschaftswachstum gelegt. Über 800.000 Menschen sterben jedes Jahr in Deutschland. Die allermeisten hinterlassen kein Testament. Dabei stärkt sogar ein neues Gesetz den Willen des Erblassers. Und die neue